Es gibt natürlich unzählige Ausflugsziele in unserer Region. Bei heißen Temperaturen ist der Effelder Waldsee allerdings erste Wahl. Der Effelder Waldsee, dessen Badebereich jetzt Amici Bay heißt, ließ in der jüngsten Vergangenheit mit großen Plänen aufhorchen. Die neuen Pächter und Investoren sind die beiden Niederländer Henry Maassen aus Echt und Maurice Bonnet aus Röhrdalen. Die beiden haben durchaus innovative Ideen. Dieses Jahr ist sehr viel geändert hier. Wir haben das ganze Gebiet auf neu gestylt. Wir haben fünf große Hüpfburgen für die Kinder, ein ganz großes, spektakuläres Aquapark, schöne Liegewiese, Kiosk, Pizzahütte, Getränke. Also bis 2.500 Leute können wir gut empfangen. Nächstes Jahr geht aber das richtig los. Kommt eine große Wasserskibahn mit Wakeboard. Ein schöner großer Beachclub, eine neue Insel wird ausgerichtet und es gibt sehr viele neue Attraktionen für nächstes Jahr. Als Attraktion für den diesjährigen Badebetrieb wurde der Aquapark installiert. Besonders aufwendig gestaltet sich das Thema Sicherheit. Wie man sehen kann, haben wir schwere Auftriebskörper hier. Diese mussten natürlich unter Wasser befestigt werden. Und zum Befestigen dieser Auftriebskörper haben wir schwere Betonklötze unter Wasser verlegt. Das heißt, 40 300 Kilo Blöcke sind unter Wasser installiert worden, sodass man praktisch diese Auftriebskörper befestigen konnte. Und diese sind natürlich mit schweren Tauen befestigt worden. Dafür mussten wir diese Teile von hinten nach hier über den See, also im Wasser über den See transportieren und dann per Tauchen unter Wasser installieren, festlegen. An einem sonnigen Wochenende bevölkern mehr als 2000 Badegäste das Terrain. Jenny Bauer von der Ortsgruppe Wegberg erklärt die Aufgaben der DLRG. Wir sind hier von der DLRG vom Kreis Heinsberg und sind dafür zuständig, dass wir den Effelder Waldsee unterstützen, indem wir aufpassen, dass den Leuten im Wasser nichts passiert. Die Mannschaftsstärke besteht mindestens 5 Personen, die da sein müssen. Bei warmem Wetter ist es aber gut, wenn man 15 Personen hat, damit man regelmäßig wechseln kann, damit sich jeder auch mal abkühlen kann und eine Pause bekommt. Wir sind mit dem Funpark hier in meinem Rücken, der ist jetzt ganz neu. Das ist natürlich noch eine größere Aufgabe, die wir haben, dass da jetzt keiner zu Schaden kommt bei uns. Für die Besucher und Badegäste soll natürlich der Spaß am Sommer im Vordergrund stehen. Bei diesen fast tropischen Temperaturen kommt das Angebot des Aquaparks genau richtig. Also ich finde das so gut, dass hier jetzt die großen Rutschen und alles sind und man hier so viel klettern kann. Ich finde das toll, dass man klettern kann und das ist halt alles schön. Und ja, ich finde den ganzen Aquapark sehr toll und das ganze Klettern. Wir werden Strandlandschaft, Landzunge und die angedachten Aktionen im Auge behalten und zu Beginn der Badesaison 2014 einfach nochmal wiederkommen.